Guten Morgen, ihr Lieben. Wie man sieht, ich habe mich gestern nicht ganz abgeschminkt. Ich lag mit Ohrringen im Bett und egal. Ich versuche heute nochmal einen Vlog zu machen. Die kleine Maus gibt den Katzen gerade Trockenfutter. Hört man. Und wir frühstücken jetzt was und dann geht es im Homeschooling auch weiter. Weil sie geht diese Woche 3 Tage in die Schule und 2 Tage muss sie was zu Hause machen. Los geht's. Wir haben uns jetzt einen Frühstückstisch vorbereitet. Meine kleine Maus und ich frühstücken hier zusammen. Da wird schon fleißig das Brot geschmiert. Ich habe für ein paar Vitaminchen gesorgt und heute gibt es mir keinen Kaffee. Ich habe mir hier so eine Chai Latte gemacht. Das habe ich gestern beim Einkaufen mitgenommen mit Honig. Das ist echt lecker. So, wir lassen es jetzt schmecken und das hier sind Kohlrabi roh. Die sind super lecker, ne? Ja, Oma mag die nicht roh. Aber wir zwei, ne? Nom, 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 nom. Wir haben jetzt zu Ende gefrühstückt. Ich sehe immer noch nicht fitter aus. Ich räume jetzt den Tisch ab, die kleine Maus räumt ihr Zimmer auf. Und dann wird sie Hausaufgaben machen. Irgendwie, ich nehme neue Tabletten und ich scheine dich nicht wirklich zu vertragen. Ich muss mal beim Arzt anrufen. Dann brauchst du andere. Ach, zum Kotzen. das So, ist hier ein werden jetzt fleißig die Scheiße. Hausaufgaben gemacht. 7,6. Sie ist gerade sehr konzentriert, deswegen hörst du gerade auf zu filmen. Sie muss Maße machen. Ich räume in der Zwischenzeit ein bisschen auf und mache aber langsam, weil mein Kreislauf nicht zurecht will. Scheißzeug. Ich hocke jetzt hier auf dem Boden, weil ich vor dem Fernsehregal hier hocke, weil ich das abwische. Die Couch muss ich gleich auch noch machen und keine Lust mehr. Aber ich wische das jetzt noch ab und dann. Oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich habe meinem Tätowierer des Vertrauens geschrieben und habe gerade die Antwort. Wow! Sorry, dass ich gerade so abgelenkt war. Wo war ich dran? Gespült habe ich schon, ich werde gleich in der Maschine Wäsche laufen lassen, durch die Wohnung saugen und dann ist gut für heute. Manchmal frage ich mich, ob unsere Katzen so ein bisschen Langeweile haben. Guckt euch mal an, was sie mit dieser Pappe da drin gemacht haben. Ich glaube, die ist auch schon. Ja, die ist durch. Die werde ich jetzt in die gelbe Tonne schmeißen und was ist das? Die sind so bescheuert. Ich glaube, wir müssen neue Pappe bestellen. Leute, ich sag's euch, das sieht aus, als ob ich hier wochenlang nichts gemacht hätte. Alles nur wegen dieser Pappe. Das hast alles du gemacht. Ja, guck's dir an. Das warst du. Doch. Doch. Du und dein Bruder. Kleiner Stinkerkater, Ja. Kehrst du das denn jetzt auf? Vielleicht macht das ja Leute. Ja, kehrst du das auf? Soll ich dir einen Besen geben? Nein? Du hast die Fussel sogar auf dir drauf hängen. Unsere Tochter ist so süß, sagt sie so, okay, ich mach das. Ich mach das für ihn. Kennst du das jetzt auf? Oh, das ist nett. Dankeschön. Dann kann ich hier gleich staubsaugen, ne? Ja, guck Das mal da. hier, alles. Ich muss alles staubsaugen. Mehr als alles. Ja, mehr als alles. Oh, hör. Kinderarbeit for the win. Nein, aber sie muss halt auch ein bisschen was im Haushalt machen. Wenn sie es selber anbietet, dann sag ich nicht nein. Jetzt sind wir hier bei den Hausaufgaben, wo ich ihr bei helfen muss. Eine Seite haben wir gerade schon gemacht, dann ist das jetzt. Sie muss hier messen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das in der ersten Klasse gemacht habe. Berichtigt mich mal, hat sich so viel währenddessen getan? Also, naja, wir machen's. Bei uns gibt es heute Couscous, das hat der Männer sich gewünscht. Und den Couscous habe ich jetzt schon angesetzt und da kommt jetzt das ganze Gemüse rein und. Die kleine Maus zählt fleißig weiter. Ich glaube, ich hatte das schon mal gezeigt, wie ich das mache, aber ich mache es nochmal. Also da kommen jetzt Paprika rein, Gurke, dann kommt da Mais rein. Und normalerweise kommen da noch Lauchzwiebel rein, aber die mag die kleine Maus nicht. Die haben wir auch nicht gekauft, also lass mal komplett weg. Ich habe jetzt das Gemüse hier drin. Da sind die Paprika drin, die Gurken und der Mais. Und jetzt mache ich ein Süßchen dazu.
Also für die Soße habe ich nicht wirklich eine Anleitung. Da ist Öl drin, da ist Wasser drin, da ist Tomatenmark drin, dann ist da Pfeffer, Salz drin, Paprikapulver, Knoblauch, hier so Balsamico, Essig und sowas. Und das verrühre ich jetzt und schütte einfach alles da rein. Und Wasser ist noch ein bisschen drin. So, und fertig ist der Couscous. Ich habe heute ein bisschen viel Soße, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt muss ich gleich noch die Frikadellchen vorbereiten und dann ist unser Essen fertig. Wow, guck mal, wie schön. Hubi hat mir Blümchen mitgebracht. Habe ich gerade angeschnitten, in Wasser gestellt. Sind sie nicht schön? So, die. Auf zu lachen. Die Waschmaschine hinter mir läuft. Er lacht so, weil ich mich versprochen habe. Und ich brate jetzt die Frikadellchen. Und dann können wir gleich in Ruhe essen. So, hier gibt es jetzt Essen. Das ist der Couscous mit den Frikadellchen. Das ist die große Schüssel, haben wir für morgen auch noch. Ja, ne? Das ist dein Essen. Lecker, lecker. Manch. Ja, okay, gut. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Leute, ich habe wieder ganz vergessen, weiter zu filmen. Ich sitze immer noch hier, die Haare zusammen, ein bisschen zerzaust an dem Pulli und ich wollte den Vlog jetzt hier beenden. Es ist mittlerweile 6:30. Es tut mir so leid. Und lad den jetzt noch flott hoch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn es mir weiter so geht, werde ich auf jeden Fall gleich streamen. Also drückt mir die Daumen. Bis dann. Tschüss.